Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Alien Cube. Wir sind jetzt hier in diesem Tempel angekommen. Wir haben in der letzten Folge die zwei Kugeln, den Statuen eingesetzt. Und jetzt schauen wir mal, was sich dort unten befindet. So, Aufnahme läuft, Tod geht auch. Okay, sehr gut. Na klar, jetzt geht hier oben die Tür zu, oder? Guck mal. Ja, einmal noch hier oben sind. Hier kamen wir noch nicht raus. Nein. Okay. Dann lasst uns mal den Schlüssel suchen. Könnt mir vorstellen, wir treffen jetzt auf irgendeine Opferritualzeremonie. Mal gucken. Es geht auf jeden Fall sehr weit runter. Hallo? Da hat doch irgendeiner gemurmelt. Das hat man bis hoch gehört, aber... Ach, das ist der Alien Cube. Ist ein bisschen die Geschichte, oder? Der Alien Cube, der vom Himmel kam. Und hier in der Nähe abgestürzt ist. Die Anbetung des Artefakts. Okay. Hallo? Und wahrscheinlich die äußere Welt, also fremdartige Städte und die Kultstätte hier, die errichtet wurde. Entweder ist das Wesen, was noch gekommen ist mit dem Alien Cube, es hieß ja, da kam noch etwas mit, oder das sind die Jünger, die übergehen. Ganz am Anfang haben wir ja gelesen, dass die Kultisten, verschlossen, sich irgendwie aufopfern, um in die äußere Welt überzugehen. Kohlebecken. Um dann irgendwie unendlich zu leben. Das sind die Zeichen auf den Bildern. Bei mir ruckelt es ein bisschen. Ich hoffe, bei euch läuft es flüssig. Natürlich auch sein, dass er gerade nachlädt. Abgeschlossen. Scheint mir eine Art Mechanismus zu funktionieren. Okay, also wir müssen wahrscheinlich das nach den Bildern drücken. Dann machen wir das mal. Fangen wir mal nochmal von vorn an. Zuerst kam der Cube, also so eine Art G. Warte mal, das schreibe ich mir mal auf. Also, als erstes ein G. Dann hier unten. Als zweites eine komische eckige Klammer. Als drittes eine Art A. Und als letztes, oh, da gibt es noch ein Buch. Das ist eine 2-4. Die äußere Welt. Man sagt, die heiligen Alten herrschten von der äußeren Welt aus über das Universum. Einst war es uns möglich, sie zu treffen, doch das Verständnis darüber ist lange vergessen. Unsere Vorfahren erzählten von einem Ort, welcher für unseren schwachen Verstand unbegreiflich ist, an dem alles Wissen aufbewahrt wird und an dem der Lauf der Zeit nicht existiert. Nur wenigen Auserwählten war es möglich, die Vision der Vergangenheit und Zukunft zu verstehen, die allen gleichzeitig erschien, und nur ihnen gelang es, die heiligen Alten und prächtigen Kreaturen, die ihnen dienen, wahrzunehmen. Hier gibt's sonst nichts mehr. Okay, wir fangen mit dem G an. Das war hier.
Kohlebecken. Am Fuß dieses Kohlebeckens ist ein Symbol. Ja. Ja. Muss ich das von hier aus machen? Muss ich jetzt doch erst... Wir machen mal weiter. Dann kamen die eckigen Klammern. Wie hier. Oder muss ich die Bilder drücken? Dann das hier. Oder muss ich etwas verbrennen? Okay, gib mir eine Sekunde. Kann ich hier etwas rausnehmen? Ah, alter Schlüssel. Gut. Sag mir jetzt nicht, dass wir hier nichts machen müssen. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, in dem Raum finden wir jetzt irgendwelche Hölzer oder Kohlestücken. Oder auch nicht. Auf jeden Fall sehr schlammig hier. Oh. Oh, da drin würde ich aber auch nicht gefangen sein. Nicht gesund, nicht gesund. Ein Wasserspeier. Trinkbrunnen. Ah, Streichhölzer. An die Zange kommen wir leider nicht. Ja, der liegt gut. Der ist angekettet. Und der hat es fast rausgeschafft. Oh, das ist auch fies, ne? Wenn man stecken bleibt. Scheiß. Okay, dann müssen wir wohl die Schalen anzünden, auch wenn die für mich schon so aussehen, als würden sie brennen. Dann nochmal. Das G. Ah. Dann die Klammern. Das A. Und zum Schluss. 2-4. Dann erhitzen wir mal die Lampe. Warum auch nicht? Huch. Das Holz sah jetzt etwas komisch aus, aber okay. Weiter geht's. Ist auch ein bisschen dunkel hier. Ich hoffe, ihr seht was. Ich drehe zwar die Helligkeit noch mal ein bisschen hoch. Aber manchmal ist es einfach so dunkel, da hilft das auch nicht mehr. Ein Hebel. Wir lesen jetzt erstmal kurz das Buch. Die Geschichte des Ordens. Man sagt, in längst vergangenen Tagen gelang es unseren Vorfahren, dank vergessener Technologien, die Geheimnisse des Universums zu ergründen. Es war zu dieser Zeit, als die ersten Theorien zur Existenz der äußeren Welt aufkamen.
Dieses unschätzbare Wissen ging verloren in den Nebeln der Zeit, über Jahrtausende und beraubte die Menschheit seiner größten Entdeckung. Dann kam es zu einem Ereignis und Gottes Auge wurde uns überlassen. Man sagt, dass dieses heilige Objekt für den heiligen Alten selbst gesandt wurde, um ihren Jüngern zu ermöglichen, zu ihrem Ursprung zurückzukehren. Also hatten die vor dem Objekt schon mal Zugang zu der äußeren Welt? Na ja, gut. Wenn sie bereits schon mal auf der Erde waren, dann kann das durchaus möglich sein. Theoretisch nach Lovecraft hausten ja die Ältesten, die Kreaturen einst auf der Erde, lange bevor der Mensch existierte. Und die konnten auch zwischen den... Oh, jetzt sind wir hier. Wo wir ganz am Anfang waren. Das kurz noch zu Ende zu führen. Lange bevor der Mensch existierte und die hatten die Möglichkeit, zwischen den Zeiten, auch zwischen denen dieser Ort existiert, er wirklich, ja, zwischen den Zeiten und zwischen Dimensionen hin und her zu reisen, aber sie starben angeblich aus, oder zumindest hier auf der Erde und hatten nur Artefakte hinterlassen. Kann natürlich sein, dass sie da sozusagen schon von diesen alten Artefakten schon mal etwas von diesen Kreaturen erfahren haben, von der äußeren Welt und alles, und dass das Artefakt, also das Gottesauge bzw. Alien Cube, später nochmal dazukommen. Und sie damit wieder das Wissen erlangen konnten. Das ist aber nachdem wir hier waren, denn das Zahnrad fehlt ja schon und die Maschine läuft nicht mehr. Und als wir hier waren, ging die Treppe auch nicht dort hoch. Generell sieht sie ein bisschen verlassener und zerstörter aus als vorher. Finden wir uns jetzt selbst gleich dort? Das wäre krass, wenn wir uns selbst untersuchen. Was geht da draußen vor sich? Die rufen etwas herbei. Den Übergang. Oder irgendeinen Alten. Nein, das ist kein Mensch. Wäre krass, wenn wir jetzt hier liegen würden, aber untersuchen. Was ist das für eine Kreatur? Und dieser Ort? Ich erinnere mich gut daran. Ich habe ihn in meinen Träumen gesehen. Ah, das hast du. Opferaltar untersuchen. Es ist genau wie in meinem Traum. Nur, dass die Leiche diesmal hier nicht hängt. Okay, wir wissen ja, wo wir lang müssen. Warum wir den Medipack nicht mitnehmen können, sieht zumindest der... Das ist die Leiche, die wir untersuchen können. Ja. Okay. Die Figur sieht schon nicht schlecht aus, ne? Okay. Dann, wir wissen, wo wir lang müssen. Einmal zum Ausgang. Okay, er ist offen. Das Zahnrad ist eingesetzt. Und wir kommen wie in unserem Traum auch hier raus.
Diesmal ist der Weg gesäumt mit Kerzen. Es sieht, muss man sagen, es sieht trotzdem schön aus. Also, jetzt ist ja auch ein Zaun. Die Hütte war vorher auch nicht da. Jetzt dachte ich, was ist das? Yeti? Okay. Nein, ist nur ein Kultist mit einer Robe um. Das war vorher auch nicht da. Zumindest nicht in unserem Traum. Ich glaube, das ist wirklich gut, Tudu. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Zumindest fällt mir gerade kein anderer ein, der diese Tentakel im Gesicht hat. Der Opferbrunnen. Stehen auch welche. Ich weiß nicht, ob wir hier vorsichtig sein müssen, die uns sonst... Ah, das ist das, was wir von Weitem gesehen hatten. Hier ruckelt es ganz schön. Ich glaube, er lädt immer noch nach. Der hat mir ganz schön was errichtet. Entweder wird irgendwas gefeiert oder es ist irgendein Ritual. Ist das der Prophet? Kapitel 8. Die Wahrheit. Okay. Ja. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und wir sind in der äußeren Welt. Diesmal wirklich. Oh. Interessant. Untersuchen. Aber das ist unmöglich. Ja, nein. Was mich nur wundert, ist, wo sind die anderen hin? Ich meine, die standen ja nicht, also wir standen ja nicht alleine hier. Aber das pulsiert auch noch da hinten. Sieht schon cool aus. Kannst du immer wieder sagen. Was ist also wie eine Art Parallelwelt. Ähnlich den Orten, wo wir waren.
aber keinesfalls gleich. Seite. Tagebuch eines Mitglieds der Ordnung. Das Ritual ist vollendet, aber der Übergang war schwerer, als wir dachten. Abgesehen davon sind wir endlich hier, in der äußeren Welt. Viele von uns haben nicht überlebt, andere drehen durch. Dieser Ort ist mit unserem schwachen Verstand nicht zu begreifen. Mein Verstand ist kaum klar genug, diese Zeilen zu schreiben. Wir haben uns hierauf vorbereitet, aber es war nicht genug. Verdammt, mein Kopf. Ich fühle mich, als würde ich zugleich in einer verzerrten Form zwischen Realität und dem, was in meinen Gedanken ist, leben. Was sehe ich wirklich? Ich kann nicht zwischen meinen Gedanken und dem, was meine Augen sehen, unterscheiden. Alles hier ist unbeschreiblich. Wir müssen versuchen, weiterzugehen. Die heiligen Alten erwarten uns. Ah, das kann natürlich auch sein, dass das noch eine Art Vermischung ist, was wir denken zu sehen und was wir wirklich sehen. Dass wir sozusagen versuchen, die äußere Welt in das zu pressen, was wir aus unseren Gedanken und Erinnerungen kennen. Das sieht mir sehr nach einem Durchgang aus. Dieses Bild. Ich habe es mal im Traum gesehen. Was macht es hier? Was steht auf der Zeitung? Okay. Ich würde gerne ein bisschen näher ran, aber das möchte er wohl nicht. Ah, das ist der Zeitungsartikel über unseren Großvater. Ich bin ja gespannt, ob wir den hier jetzt nochmal finden oder nicht. Jetzt auch die Frage, wenn dieser Brief hier schon lag, mit dass das funktioniert hat. Hallo. Das ist aber cool gemacht. Dass das Experiment oder dieser Vorgang schon funktioniert hat. Ob wir dann nicht vielleicht das, was wir gesehen haben, auch nur eine Erinnerung war. Kann man nicht vorstellen, dass sie es immer wieder probieren. Oder probiert man das immer wieder, solange bis es funktioniert? Oder gibt es so viele Kultisten, die man rüberschicken möchte in die äußere Welt? Ja, komm. Ah! Da gehe ich nicht rein. Nein. Du kannst schön alleine schwimmen gehen. Und das kann ich. Kann man da. Okay, das führt ins Nichts. Aber trinken möchte ich jetzt auch nicht. Wir vielleicht hier hoch. Nein. Wir bleiben schön am Rand. Da kommt es hoffentlich nicht hin. Ah, das klingt so nah. Geh weg. Und lass mich vor allem hier hoch springen.
Vielleicht finden wir ja noch irgendwelche alten Briefe. Hier, aber kommen wir mal kurz hoch. Ah, so. Und bevor wir weitergehen, sage ich erstmal vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge.